Hallo Leute, hi YouTube. Diesmal geht es um das Thema, sind Traditionalisten ewig Gestrige? Das hat damit zu tun, mit meinem vorigen Video eigentlich zum Teil. Weil in der Zeitschrift gab es einen Artikel, der hieß, Bargeld lacht. Das war durchgestrichen und darunter stand, Bargeld nervt. Und dann wurden sich wieder darüber halt die Mäuler zerrissen und gesagt, ja, das sind alles ewig Gestrige, die halt das Bargeld befürworten. Ne? Gut, und genau das Stichwort ewig Gestrige kommt ziemlich oft vor, wenn man jetzt zwischen Tradition und Zukunft vergleicht oder redet. Also wenn die ganzen Videos hier sich damit beschäftigen mit den Themen, dann kommt dieses Wort ewig Gestrige und Tradition ziemlich oft vor. Das ganze Problem, was ich finde, ist, dass dieses ganze Thema viel zu ideologisch betrachtet wird. Man sollte dieses Thema viel mehr pragmatisch betrachten. Natürlich höre ich jetzt auch wieder ein paar Stimmen, die sagen, ja, man kann nicht alles pragmatisch betrachten, denn es gibt ja noch mehr im Leben, als nur die Dinge, die man anfassen, schmecken, sehen, hören und riechen kann. Ja, nun gut, aber warum gibt es denn überhaupt diesen Streit darüber, dass man sagt, ja, Traditionen sind etwas, was bewahrt werden muss, und die anderen sagen, Traditionen sind, was wir ewig Gestrige. Also ich sehe das so, dass dieses Thema viel zu viel, naja, dass da viel zu viel darüber, also wie soll ich mich ausdrücken, naja, dass da viel zu viel Aufreger gibt, dass sich da über dieses Thema viel zu viel aufgeregt wird. Ich sehe das so, ich sehe das ganz pragmatisch. Wenn ich eine Tradition nützlich finde, dann wende ich sie an. Und wenn ich eine Tradition nicht nützlich finde, dann wende ich sie nicht an. Das ist meine Ansicht darüber. Nun, das war's auch schon dazu. Also jetzt mit meiner Ansicht. Dann wünsche ich allen einen schönen Tag noch.